So, wir haben noch mal eine Wortmeldung. Mathis wollte, glaube ich, gerne. Ich habe vergessen, dass ich noch was wollte. Bitte. Dankeschön. Also ich gehe mal hier ins Licht, weil man das besser auf der Kamera aufnehmen kann. Also, ich komme aus Bautzen. Ich bin eigentlich Wolfsburger, aber ich bin im Moment in der Nähe von Bautzen und grüße euch alle erstmal von Bautzen, von der Montagsmahnwache. Es ist gar nicht so einfach, wenn man über den Frieden spricht. Da wird dann eben gesagt, wozu ist Souveränität da und so weiter. Solche Fragen werden gestellt und man kann sich darüber natürlich hervorragend streiten. Ich habe mich auch eine ganze Weile gestritten über diese Themen, bis ich dann auf den Gedanken gekommen bin, dass ich dann erstmal recherchieren sollte, wie das Rechtssystem überhaupt funktioniert. Und da musste ich bis 6000 Jahre zurückgehen, um festzustellen, dass dieses Rechtssystem, in dem wir heute leben, ein Herrschaftsrechtssystem ist und nur dazu da ist, um die Gewalt der Herrschaft zu legitimieren. Und man hat mit vielen verschiedenen Möglichkeiten versucht, dieses System aufrechtzuerhalten und uns schmackhaft zu machen. Wir haben schon vor längerer Zeit, so 2008 rum, eine Verfassungsaktion mal gemacht, weil wir ja festgestellt haben, dass wir kein Grundgesetz haben. Und dieses Grundgesetz eigentlich nur in besetzten Ländern eine Rolle spielt. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich dann gedacht, irgendwie müssen wir ja unsere Aktion auf irgendwas beziehen. Und dann dachte ich mir, gucke ich doch mal bei der UN, Menschenrechtserklärung, wie das da aussieht, ob man sich darauf beziehen kann. Auf Menschenrechte klingt doch gut, wie Artikel 1 im Grundgesetz ja auch das sagt. Und dann stelle ich fest, dass da schon in der Präambel drin steht, dass die Menschenrechte von der Herrschaft des Rechtes geschützt werden soll. Könnt ihr nachlesen, recherchiert das mal. Wenn also die Menschenrechte von der Herrschaft des Rechts geschützt werden soll, wie kann denn das funktionieren? Dann steht ja die Herrschaft des Rechts über den Menschenrechten. Und wenn ich mir die Menschenrechte richtig vorstelle, was das sein soll, dann stelle ich ja im Grunde fest, dass das ein wesenhaftes Recht des Menschen ist und nicht von irgendjemandem beherrscht werden kann, auch nicht von einem Recht beherrscht werden kann. So, dann ist in diesem Satz in der Präambel dort auch noch drin, dass verhindert werden soll, dass der Mensch als letztes Mittel zu Aufstand gegen Ungerechtigkeit kommen soll. Also die Herrschaft des Rechts soll verhindern, dass ein Aufstand entsteht. Und da bin ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Ich lese dann ein bisschen weiter und in Artikel 29 dieser Menschenrechtserklärung steht dann im Absatz 3 drin, dass diese Rechte, die dort formuliert wurden, nicht gegen die Ziele der UN eingesetzt werden dürfen. Ach, sie dürfen nicht eingesetzt werden. Sie sind also nicht jeder Mensch hat dieses Recht. Nicht jeder Mensch, also der Universalitätscharakter von Menschenrechten wird einfach mit einem solchen Satz beiseite gefegt. Nur diejenigen, die für die UN sind, sind also auch Menschen. Hätte das ja eigentlich geheißen. Und das kann es ja nicht sein. Bitte schaut das alle mal nach. Schaut euch diese Charta an, was da so drin steht. Da stehen tolle Sachen drin, aber was haben die mit Menschenrechten zu tun? Zum Beispiel, dass jeder ein Staatsbürger sein, das Recht auf Staatsbürgerschaft hat. Na, wenn der Staat aber ein Herrschaftssystem ist, dann habe ich sozusagen das Recht, Sklave dieses Herrschaftssystems zu sein. Das ist mein Recht als Menschenrecht. Also wenn ich an solchen Dingen meine Gedanken orientiere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute überhaupt keine Ahnung haben. Die wahrscheinlich haben von den 100 Leuten, die das Wort Menschenrecht mal gehört haben, nur 90%, die Menschenrechte vielleicht gelesen, ach noch nicht mal, vielleicht 50% die Menschenrechte gelesen und vielleicht haben nur 10% davon die verstanden und 1% davon wirklich richtig verstanden in der Tiefe, die dort formuliert wurde. Das sind Punkte, die mir sehr viel Aufregung gebracht haben, da bin ich richtig sauer geworden. Und als Frieden, um Frieden zu machen, darf man ja eigentlich nicht sauer sein. Und man darf auch nicht zornig eigentlich werden, obwohl das, was man hier alles überall erlebt, einen ganz schön zornig machen kann. Mit der Zeit bin ich dahinter gekommen, wie dieses Herrschaftsrecht funktioniert. Und ich habe mich dann von der Bundesrepublik Deutschland getrennt.
weil das eigentlich ja nur eine Verwaltung ist, eine Verwaltung für die, eine Treuhandverwaltung ist und gar kein richtiger Staat, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ein Staat müsste eigentlich nach unserer modernen Vorstellung durch eine Verfassung als oberste Ordnung wertemäßig bestimmt werden. Allerdings diese oberste Ordnung sollte von den Menschen, da wir ja von Demokratie sprechen, von den Menschen gemacht worden sein. Und das ist nicht passiert in der Bundesrepublik Deutschland, sondern am Ende des Krieges wurde uns das Grundgesetz einfach so gegeben, wir haben das dann auszuhalten und fertig. Es ist also nicht so, dass wir glauben, dass wir hier in einem wirklich richtigen Staat, in einem Staat leben, der als ein Staat, als ein Rechtsstaat gelten soll, der von den Menschen gemacht wurde, sondern er wurde uns einfach aufgestülpt. Wir haben also nie die Chance gehabt und müssten eigentlich jetzt einen Aufstand machen. Denn der Aufstand, der diese Herrschaft, diese Besatzungsherrschaft und die Kollaborateure, die da mitmachen, von ihrem Machtsockel runterschmeißt, der wäre ja dann wieder gewaltvoll. Das heißt also, wir würden im Prinzip nichts anderes machen, als das, was, wie dieses Rechtssystem auch in Gang gekommen ist. Dieses Rechtssystem nach Karl Schmitt ist dadurch entstanden, dass eine Landnahme durchgeführt wurde. Es wurde also ein Stück Land genommen und weil ich das genommen habe, habe ich jetzt das Recht darauf zu bestimmen, was ich damit mache. Und ich kann, so sei Recht entstanden, sagt er. So, es ist ein wichtiger Mann, der hat auch am Anfang der Bundesrepublik Deutschland schön mitgemischt, allerdings auch schon vorher, und hat das Recht mitgeprägt. So, wenn man das auch wiederum weiß, dass also das eigentliche Rechtssystem durch einen unrechten Akt, nämlich die Landnahme, entsteht, dann kann ich auf dieses Unrecht doch kein Recht bauen. Also haben wir hier ein völlig falsches Verständnis von dem, was hier eigentlich passiert. Wir glauben, im Recht sei Gerechtigkeit, aber in diesem Recht, was auf Unrecht beruht, kann noch keine Gerechtigkeit drin sein. Also ist der wichtigste Punkt, den man eigentlich in der Friedensbewegung kennenlernen müsste, der Punkt, wo man sagt, dieses Herrschaftsrecht lehnen wir ab. Wir lehnen es ab, weil wir wollen ein Friedensrecht. Wir wollen ein Recht, das durch die Menschen gesprochen ist, das durch die Menschen entstanden ist und durch alle Menschen entstanden ist, und zwar unter Selbstbestimmtheit, unter freiwilligem Selbstbestimmen. Und das ist das Ding, was mich dann eine ganze Weile beschäftigt hat. Und dann haben wir angefangen, ein solches Friedensrecht zu bauen. Mit verschiedenen Leuten, wir haben die Erfahrung gesammelt, wir haben auch vieles aus dem Grundgesetz übernommen, weil da stehen auch tolle Sachen drin. Das Problem ist, wir können keinen Bezug auf das alte Recht setzen, weil in dem Moment zwei Systeme, das eine System saugt das andere System, das neue System, wieder in sich zurück durch Bezugnahme. Und das dürfen wir nicht machen. Wir müssen also die beiden Systeme völlig getrennt sehen und dadurch überhaupt die Möglichkeit geben, den Menschen eine Wahl zu geben. Du kannst das wählen oder du kannst das wählen. Bisher gibt es nur das eine. Und das eine, wo alle Leute denken, sie könnten Gerechtigkeit erreichen, das ist das Herrschaftsrecht. Und das ist so geschickt gemacht, genial gemacht, dass es die Leute es nicht merken. Selbst die Menschenrechte sind unter das Kriegsrecht der UNO gestellt worden. Das stellen man, muss man sich mal vorstellen. Hat das irgendjemand von euch je gewusst? Keiner reagiert. Und das ist eigentlich müssten wir das wissen, eigentlich könnten wir das wissen. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, heißt es doch so schön. Ne? Das heißt also, wir werden dadurch bestraft, indem wir weiterhin als Sklaven behandelt werden. Wir werden dorthin geschickt und dorthin gestellt und wir müssen das machen und wir müssen das machen. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns mehr als daran gewöhnt. Wir sind süchtig danach. Wir sind gesellschaftssüchtig geworden. Wir können beobachten, wie all diese Strukturen, in denen wir hier leben, in denen wir konsumieren, nichts anderes als Drogenstrukturen sind, Dealerstrukturen. Und der Dealer, der steht da, ist ein Monopolist oder nicht Monopolist, spielt auch keine Rolle. Also wir können nur noch zu dem hingehen und das kaufen und wir können nur das kaufen und dazu müssen wir wieder arbeiten gehen und weil wir arbeiten gehen müssen, um das Geld zu bekommen und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Das ist genau dasselbe, als wenn ich zum nächsten Dealer gehe und mir irgendwie Hanf oder Heroin kaufe. Es ist so schlimm wie das Heroin, weil ich bin ja davon abhängig. Ich muss ja was essen, ich muss ja eine Wohnung haben, ich muss doch mal eine Kleidung haben, aber ich kann mir die kaum noch selber machen, hat der Herr letztens auch schon wieder gesagt. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns selbst zu versorgen, weil wir auch gar nicht die Möglichkeiten haben, denn das Land besitzt ja jemand anders.
Das Land besitzen die Leute, die schon Ewigkeiten dieses Land besitzen. Ich glaube, 80% oder 70% des Waldes in der Bundesrepublik Deutschland ist immer noch in den Händen der adligen Familien. Das muss man sich nur vorstellen. Ich denke, wir haben keinen Adel mehr. Ja, also wie kommt das alles zustande? Wie können diese Leute dieses Land für sich in Anspruch nehmen, ohne dass sie das sozusagen an den anderen Leuten abteilen und den anderen Leuten geben? Wieso ist das überhaupt ihr Land? Wie kann jemand sagen, das ist mein Land? Das Land gehört nach meiner Ansicht, gehört das Land der Menschheit. Und ich kann von der Menschheit was leihen. Und ich kann es so lange leihen, solange ich damit vernünftig umgehe. Ich kann es, wenn von meinem Land, wenn ich das geliehen habe, Gewalt ausgeht oder die Umwelt vernichtet oder geschädigt wird, dann bin ich der falsche Mann für das Land. Dann muss das jemand anders bekommen. Und wenn ich sehe, wie hier die Konzerne inzwischen die Politik der Bundesrepublik Deutschland sogar auf der Gesetzesebene bestimmen, dann kann ich auch nicht mehr von der Demokratie ausgehen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Die Demokratie. Was ist das? Kann man in der Demokratie wählen? Oder sollte man in der Demokratie abstimmen? Wer denkt, dass ein Wählen einer Person ein Teil der Demokratie ist, der ist völlig daneben. Die Demokratie kommt aus Griechenland, da sind Wahlen verboten. Da sind auch Steuern verboten. Und aber abstimmen ist erlaubt. Jeder Bürger, der in den Rat kommt, kann mit abstimmen, kann über die Dinge, die passieren sollen, abstimmen. Aber wählen ist verboten. Das mit den Wählen kommt erst durch Rom. Wenn der Senat in Rom, also wo auch die Bürger zusammengekommen sind und abgestimmt haben, wenn die in Schwierigkeiten, in Streit gekommen sind und keine Handlungsfähigkeit mehr haben, dann haben die einen Diktator gewählt für eine bestimmte Zeit. Was wir hier also als Demokratie verkauft bekommen, ist eine Wahldiktatur. Wir haben das sogar zum Prinzip gemacht, dass wir alle 4 Jahre einen neuen Diktator wählen, der dann über uns bestimmen kann. Das ist keine Demokratie, das ist eine Wahldiktatur und das müssen wir bei den Namen nennen und nicht so tun, als wenn wir in einem angeblichen demokratischen System leben würden und dann dort irgendwie was erreichen könnten. Das sind so teilweise die Gründe, warum ich mich von der BRD getrennt habe. Ein Kollege von mir hat das auch getan, wir sind nicht mehr in dem System drin. Und damit ist man aber gewissermaßen vogelfrei. Das ist also nicht zu empfehlen. Man kann also rumgeschubst werden ohne Ende, weil man ja im Prinzip kein Recht mehr hat. Jedenfalls kein Recht von der Seite. So, dann ist der nächste Schritt, wenn man sich also von der BRD trennt, dass man versucht, eine neue Staatlichkeit aufzubauen. Und diese neue Staatlichkeit soll natürlich in unserem Sinne in einem Friedensrecht stattfinden. Also brauchten wir erstmal ein Friedensrecht. Dazu haben wir dann Menschheitsrechte aufgestellt in 3x5 Regeln. Die sind von jedem Menschen zeichenbar übers Internet. Und wir haben weiter eine gemeinsame Erklärung abgegeben, steht auch im Internet und also als Film bei YouTube. Und wir haben dann uns verpflichtet, eine neue Staatlichkeit zu erreichen. Das heißt, wenn wir genug Leute haben, wenn wir die Infrastruktur gebaut haben, wenn wir die Strukturen vorgebildet haben, die ohne Herrschaft auskommen, dann sind wir irgendwann so weit und sagen, jetzt konstituieren wir unsere neue Vereinigung, unsere verfassungsgetragene Vereinigung. Wir wollen das nicht mal mehr Staat nennen. Denn wer diesen Begriff wiederum recherchiert, der wird darauf kommen, dass der an Bedeutung gewonnen hat nach der Französischen Revolution, auch durch die erste Französische Revolutionsverfassung, wo ganz deutlich geworden ist, was das eigentlich ist. Der Staat bin ich, soll Ludwig XIV. Gesagt haben. Der hat es nicht gesagt, das ist ein Zitat von jemand anders, die dann eben das Gefühl ausdrücken wollte, in dem das passiert ist. Und dieser Ludwig XIV., der in diesem Umfeld ist auch ein gewisser Bourdon aufgetreten und der hat den Begriff Souveränität geschaffen. Das Wort Souveränität kommt vom lateinischen superanus. Kann man bei Wikipedia nachgucken, das stimmt wirklich. Superanus. Also wer will schon Superanus werden?
Das hat man erfunden, weil man, der Absolutismus, die Könige, die sind ein bisschen schwach geworden und man musste irgendwie eine Legitimation für die Macht des Königs, für die Hoheitsrechte des Königs darstellen. Und das ist ihnen gelungen mit dem Wort Souveränität. Und bei der Französischen Revolution fängt man nun an, diese Strukturen einfach auf den Kopf zu stellen. Man hat also gesagt, es gäbe eine Volkssouveränität. Das bedeutet ein Begriff, der für eine einzelne Person geschaffen wurde und die absolute Macht darstellte. Denn der Einzige, der über den König stand, ist im Grunde der Gott, dem er dann verpflichtet ist. Und alle anderen sind auf gleicher Ebene, alle anderen Könige. Und da kann er eben seine Kriege führen. Und alles andere unter ihm, sind alle unter ihm. Also die kann er alle bestimmen. Das ist eigentlich ein Vollbürgerrecht eines Römers, den der König hat. Und diese Zusammenhänge führen mich jetzt eigentlich dazu, diesen Begriff Volkssouveränität, der ja, indem er jetzt auf viele Leute, auf das ganze Volk bezogen ist, das Volk müsste ja als eine Einheit sprechen, als eine einzelne Stimme sprechen, dafür ist der Begriff geschaffen worden. Also, das geht ja gar nicht. Man hat also schon in dem Moment die Volkssouveränität zum Absurdum geführt, weil man das Volk nie in solch eine Einheit bringen kann. Aber das Entscheidende ist, dass man auch nie es schafft, ohne einen neuen Gewaltakt zu erzeugen, eine Revolution zu erzeugen, eine Konstitution einer neuen Ordnung zu schaffen. Also man hat es so geschickt angelegt, dass also immer Gewalt die Ursprung eines neuen Rechts sein soll. Und genau das ist jetzt die Chance, die wir hier haben. Wir können mit der Friedensbewegung, wir können ein neues Friedensrecht schaffen, was auf freiwilliger Basis, auf der direkten Ratifizierung durch die Menschen entstehen kann. Und in diesem Moment hätten wir ohne Gewalt ein neues Recht geschaffen. Und auf diesem neuen Recht kann man auch die neuen Vereinigungen mit Verfassung aufsetzen. Und das sind Möglichkeiten, die wir verfolgen. Wir haben als diese gemeinsam erklärten unabhängigen Personen, wir haben einen Beschluss gefasst, wir wollen gerne eine Weltfriedenskonferenz von unten initiieren. Das heißt, wenn man mal selber wieder recherchiert im Internet, die ganzen Weltfriedenskonferenzen, die es gegeben hat, dann wird man feststellen, jedenfalls ich habe das festgestellt, dass alle bisherigen Weltfriedenskonferenzen entweder von der Elite initiiert wurden oder von der Elite übernommen wurden. Falls jemand eine Weltfriedenskonferenz findet, die nicht von der Elite gesponsert wurde oder übernommen wurde oder initiiert wurde, möchte mir das bitte mal zeigen. Also ich kann ja auch Fehler machen, ne? Ich kann ja nur den Stand meines momentanen Irrtums darstellen. Ich habe ja nicht die Wahrheit. So, der nächste Punkt, wenn ich jetzt also keine Souveränität habe, wenn ich jetzt keine Konstitution beobachten kann, schaut euch an, welche Verfassung in Deutschland jemals eine Konstitution von unten hatte. Wisst ihr das? Wir haben ja ein paar Verfassungen, die so zumindest so bezeichnet wurden. Wir haben das Grundgesetz, wissen wir, ist von den Alliierten uns gegeben worden, 1918-19. Unter Druckverhältnissen, also unter ganz speziellen Verhältnissen, wurde da eine Verfassung gemacht für das Deutsche Reich. Aber es ist eben nicht in Selbstbestimmung geschehen, sondern durch den verlorenen Krieg entstanden. Funktioniert also nicht. Da durften aber schon mal Frauen wählen. Das ist immer ein Vorteil. Der nächste Punkt ist dann 1871. 1871 durften die Frauen noch nicht wählen. Also nicht das ganze Volk hat diese Verfassung gemacht. Und sie wurde auch vom Kaiser gegeben. Sie wurde nicht von dem Volk gemacht, sondern für das Volk gemacht. Also es ist auch keine richtige Verfassung, zumal ja die Hälfte der Bevölkerung nicht dabei war. Und so geht man Schritt für Schritt nach hinten in die Vergangenheit zurück und findet sich dann irgendwann mal 1528 in Memmingen wieder, wo die Bauern es geschafft haben, die erste Menschenrechtserklärung, die 12 Artikel aufzustellen. Und da ist das erste Mal sozusagen schriftlich festgelegt, dass ein Recht für alle gelten sollte. Das wäre mit der Bundesordnung eigentlich die einzige Verfassung auf deutschem Boden, die auch wirklich Verfassung genannt werden könnte. Also, wenn ich bis ins 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert zurückgehen muss, um auf eine Verfassung zu kommen, ist das ziemlich lächerlich, oder? Was haben wir denn gemacht die ganze Zeit? Wieso haben wir immer noch keine Demokratie und reden davon dauernd? Also das sind komische Sachen. Also das heißt, aus diesem Grunde, weil wir diese vielen Dinge im Grunde meistens nicht wissen, haben wir uns überlegt, wieso können die Universitäten das nicht
Und die Schulen das nicht leisten, dass wir tatsächlich über unsere Geschichte Bescheid wissen. Also, ich gehe in die Vergangenheit und werde prompt gestoppt in dem Moment, wo, bei den komischen Nazis, die da alles übernommen haben, erstmal eine Weile. Und danach gibt es keine Geschichte dahinter? Natürlich gibt es da Geschichte. Und wir haben eine lange Zeit, wo wir drüber nachdenken können, was passiert ist und wie diese Herrschaftsstrukturen aufgebaut wurden. So, bis heute gelten übrigens rechtmäßig Nazi-Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland, wird ja auch verwendet. Das heißt, wer sind denn die eigentlichen Rechten? Die, die jetzt hier aufbegehren als Friedenskämpfer oder diejenigen, die da oben sitzen und das verhindern, dass Frieden entsteht? Also ich finde das ziemlich faschistisch. Faschismus ist übrigens etwas, wo die Wirtschaft mit der Politik in Einklang kommt und zusammenarbeitet. Das ist Faschismus. Und das scheint den Leuten nicht klar zu sein. So, deswegen haben wir ein zweites Projekt gemacht. Wir wollen eine Freilanduniversität gründen, wo jeder daran teilnehmen kann, ohne einen Schein zu haben. Wo einfach die Leute zusammen lernen wollen. Und die soll auch nicht zentral irgendwo sein, sie soll dezentral organisiert werden. Können also viele Leute mitmachen. So, und jetzt sehe ich schon, die Leute wollen hier Musik machen. Und das finde ich klasse. Also macht da mal. Tschüss.